Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich mal einen wunderschönen Vlog, beziehungsweise wir sind gestern Abend hier in Kiew angekommen, nachts. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein separates extra Video als Vlog, und zwar die Roomtour. Weil die ist irgendwie so 5 Minuten lang gewesen und die werde ich niemals in den anderen Vlog mit reinpacken. Deswegen, wir sind hier, um für Flying Dervas zu drehen und seid gespannt, was das ist. Viel Spaß bei dem Video. Leute, wir sind gerade eben angekommen. Dr. Ananas hat eigentlich den Schlüssel. Ja, wir haben eigentlich den Schlüssel. Keine Ahnung, wie machen wir das jetzt unten auf? Mit diesem Magnetding da. Ah, sehr cool. Und ja, also wir sollten auf jeden Fall schon mal abschließen, wo du das bitte abschließen ist besser. Ja, auf jeden Fall Garderobe. Wir machen jetzt gerade Roomtour das erste Mal. Wir sind selber noch nicht unterwegs. Aha, ja genau, super. Sehr ja, wunderbare cool. Dusche, passt. Handtücher haben wir genug da. Blaues Klopapier, das ist wichtig. Hier. Seite, Schmeife. Aber aus irgendeinem Hotel geklaut, man halt. Ist aus dem Hilton. Huch. Ja, Waschmaschine sogar. Geil. Ist ja eine Wohnung. Sehr geil, einfach. Okay. Hausschuhe. Okay, die werden wir dann gleich mal anziehen. Nicht. Und wir haben eine Küche vor allem. Warte mal, hier ist Licht, glaube ich. Kühlschrank ist leer. Kühlschrank ist leer? Danke. Nicht mehr lange. Oben? Auch. Oh geil, Eiswürfel können wir machen für Drinks. Oh, nice. Oh mein Gott. Aber weißt du, was das lustig ist? Drinks sind im Restaurant günstiger wahrscheinlich, als das zu kaufen. Das, auf jeden Fall ist Essen so. Essen? Echt? Ja. Aha, Bügelbrett, alles da. Das ist ja wie in Japan, nur ein großes Teller, Kaffee, alles da. Zucker. Echt? Also halt nein. Jeweils eine Portion pro Person. Ja, halt so. Obligatorisch ist das halt da. Aber da drin haben sie auch was, das ist halt Kinder. Ist auch Tee und Cup. Und jetzt so weiter. Hier haben wir noch einen Außenbereich. Ja, das ist Balkon. Balkon? Wintergarten eher, weil hier ist nochmal ein Fenster. Da ist Balkon drin. Du musst es von hier angehen, die kannst du gar nicht sehen. Da muss ich aber mich aber. Doch, sieht man. Man sieht sie, aber man sieht sie ganz, ganz schlecht. Vielleicht sieht man die aus dem Schlafzimmer besser. Und wieder zu. Es ist kalt draußen, das ist kalt. Aber es ist ja zum Glück wärmer geworden. Es war ja erst noch, minus 14. Übrigens, für die Leute, die sich fragen, warum wir hier sind, wir nehmen die zweite Folge sogar schon auf von Flying Dare. Was das genau ist, dazu gibt es später mal Informationen. Ich habe den Fernseher angelassen. Seid getriggert. Auf jeden Fall. Ah, das Wi-Fi-Passwort. Roots. Das ist echt so gruselig, wenn du hier um die Ecke gehst und der Fernseher läuft und das Licht ist an. Alter, krass, ist die groß. Ja, ja. Der Schlafzimmer ist ja. Wir haben WLAN. Also guckt euch erstmal Wohnzimmer. Krasse Scheiße. Voll bequem. Das Ding kannst du irgendwie, glaube ich, aufmachen zu einer Schlafcouch. Das sieht auch so aus. Krass. Nein, soll angeblich sein. Soll. Aber sieht nicht aus. Wir haben das hier. Krass. Okay, und scheiß auf das hier. Wir haben das da unten. Das ist wirklich Wi-Fi. Wi-Fi, da können wir alles gucken, was wir wollen. Ja, und jetzt haben wir hier noch. Mach mal das Licht an. Geil. Also, auf jeden Fall, hier, was man braucht, neben diesem wunderschönen Bett, den obligatorischen Stuhl für Dreckwäsche, dass die sauber wird bei Männern. Ja, ist hier. Oder vielleicht ist auch so. So ein Schmutz-Ding, das du hier so zuguckst, so. Oh ja, komm zu. Ja, Heizung haben wir hier am Schlüssel. Noch ein Schrank, noch ein Schrank, noch ein Schrank, noch ein Schrank, noch mehr Bettwäsche, aber noch mehr Kissen. Ein Leopardenkissen, krass. Ja, und hier. Der ist abgesperrt. Der ist abgesperrt. Okay. Oh ja, nicht, dass wir hier aus Versehen putzen. Ja, ja, ist cool. Dann kannst du auch so, den kannst du davor ziehen. Oh mein Gott! Meine ersten ukrainischen Lemon-Bonbons. Und gibt es irgendeinen anderen Geschmack, glaube ich? Ich würde einen Essensblock machen von dem. Oh krass. Von allem, was wir hier so mampfen. Habt ihr Bock drauf, dann schreibt es mir in die Kommentare. Weil wir fangen heute schon damit an. Richtig, ich fange jetzt damit an, als kleiner Teaser für die Serie. Okay, für das nächste Video. Schmeckt nach Zitronenbonbon, ganz normal. Ich weiß auch nicht, was drin noch ist. Oh, Travel Channel, das ist doch für uns das Richtige. Deswegen würde ich sagen, das kommt sogar heute noch online. Wir laden das danach noch hoch, oder? Keine Ahnung. Aha, ich meine, ey, schon mal, wir haben Geldbaum.
Hier war halt auch Geld am Baum. Der Geldbaum! Knapp 6000er Boden, scheiß drauf. Wir wechseln neues Geld, scheiß auf das hier, Gamer. YouTube Money, I got you. Also wir können uns davon auf jeden Fall zwei Brote kaufen. Nee, es ist schon echt gutes Geld. Ey, überleg dir mal, die Fahrt hierher hat 100 davon gekostet und die Fahrt war wie lang? Fast 20 Minuten? So 8,5 Kilometer weit? Das ist echt hart. Außerhalb der Stadt vom Flughafen bis in die Innenstadt, bis zum Zentrum der Innenstadt. Deswegen, es kommt ein Vlog, ein richtiger dazu noch. Es kommt ein Fress-Food-Blog im Normalfall noch dazu. Es kommt noch irgendwie. Ja, auf jeden Fall, der andere mal gucken. Und Flyer und wir wissen noch gar nicht, was hier alles dazu kommt, weil wir noch ein paar Projekte planen, die noch nicht ganz bekannt sind. Nicht mal uns. Schöne Grüße an alle in Deutschland. Und ich mach den Skylo-Abgang. Huch.